Carva, wach auf. Die Schlacht ist vorüber. Alles ist gut. Wenn ich dreimal im Kopf auf den Boden geschlagen werde von so einem Vieh, war ich ganz sicher nicht mehr auf. Es tut mir leid, Herrin. Euer Sohn ist von uns gegangen. Tja, eine Realistin hier wenigstens. Nein, diese Dinger werden Carva nicht bekommen. Wir können trauern, wenn wir in Sicherheit sind. Sprich du mir nicht von Trauer. Das alles ist deine Schuld. Wie konntest du nur zulassen, dass er einfach so angreift? Dein kleiner Bruder, mein kleiner Junge. Wir können nicht hierbleiben, Mutter. Carva würde nicht wollen, dass sein Opfer umsonst war. Gestattet mir, die Seele eures Sohnes in die Obhut des Erbauers zu übergeben, Herrin. Ja, komm, sag deinen Spruch auf. Wir stammen aus der Asche und werden zu Asche. Erbauer, gewähre diesem jungen Mann einen Platz an deiner Seite. Lass uns Trost finden in dem Wissen, dass er in der Ewigkeit Frieden gefunden hat. Ich werde dich niemals vergessen, Carver. Irgendwie ist die Sprecherin nicht so emotional wie die Englische, fällt mir gerade auf. Kommt nicht so ganz gut rüber, die Mutter. Zumindest hat Vater jetzt wieder Gesellschaft. Was für ein Kasper. Bei den Flammen. Es ist zu spät. Wir haben Gesellschaft! Da, wo Sina gehört hat. Flamme, die alte Oma. So, so. Was haben wir denn hier? Finde ich auch schade, dass die alte Stimme nicht mehr da ist. Was wir hier haben? Früher hatten wir so gut wie nie Besucher in der Wildnis, doch nun scheinen sie geradezu in Horden zu kommen. Beeindruckend. Wo habt ihr gelernt, euch in einen Drachen zu verwandeln? Vielleicht bin ich ja ein Drache. Ist klar. Falls dem so ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, dass der Geruch von brennender dunkler Brut nicht besonders appetitanregend ist. Falls ihr übrigens auf der Flucht vor der dunklen Brut seid, solltet ihr wissen, dass ihr die falsche Richtung einschlagt. Wartet! Ihr könnt uns doch nicht einfach hier zurücklassen! Kann ich nicht? Ich hatte einfach gesehen, wie ein mächtiger Oger besiegt wurde und wollte wissen, wer wohl zu einer derartigen Leistung fähig sein mag. Doch nun ist meine Neugierde gestillt und ihr seid in Sicherheit. Zumindest vorerst. Ist das denn nicht genug? Könnt ihr mir dieses Kunststückchen beibringen? Es wirkt ziemlich nützlich. Wenn Gewitztheit doch nur alles wäre, was man zum Überleben braucht. Sagt mir, mein kluges Kind, wie gedenkt ihr, der Verderbnis zu entfliehen? Wir müssen nach Kirkwall, in die freien Marschen. Kirkwall? Oh je, da habt ihr ja eine ganz schöne Strecke vor euch. Wird euch euer König denn nicht vermissen, Ich bin mir sicher, sein Leben vermisst er mehr. Oh, ich mag euch. Ihr wurdet ins Chaos geschleudert und kämpft. Und die Welt wird vor euch erzittern. Selben Augen wie morgen. Ist das Schicksal oder Zufall? Ich kann mich nie entscheiden.
nur noch altes Weib. Aber offenbar lächelt das Glück heute uns beiden zu. Ich könnte euch möglicherweise erneut helfen. Die Sache muss doch irgendeinen Haken haben. Es gibt immer einen Haken. Das ganze Leben besteht nur aus Haken. Ich schlage vor, ihr schnappt dennoch zu, solange ihr noch könnt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihr vertrauen sollten. Ich weiß nicht einmal, was sie ist. Ich weiß, was sie ist. Sie ist die Hexe der Wildnis. Ja, manche kennen mich unter diesem Namen. Andere nennen mich Flemmes, Aschabellana oder ein altes Weib, das zu viel redet. Aber ist das wichtig? Ich biete euch an, eure Gruppe an der Horde vorbeizubringen, wenn ihr dafür eine kleine Lieferung übernehmt, die beinahe auf eurem Weg liegt. Würdet ihr das für eine Hexe der Wildnis tun? Was genau ist eine Hexe der Wildnis? Eine Legende der Chasind. Sie sind Hexen, die Kinder rauben. Bah, als hätte ich nichts Besseres zu tun. Ihr seid eine Abtrünnige? Ja, genau wie ihr. Können wir trauen? Wesley ist verletzt. Wir werden der dunklen Brut niemals entkommen. Wenn ihr mich zurücklassen müsst... Nein, ich habe dir gesagt, dass ich dich hier rausschleife, wenn es sein muss. Und das habe ich auch so gemeint. Ihr würdet das alles nur wegen irgendeiner Lieferung auf euch nehmen? Ich muss eine Verabredung einhalten. Und auf diese Weise ist es einfach deutlich bequemer. Glücklicherweise benötigt ihr selbst auch etwas. Wie viel Mühe werden wir mit dieser Lieferung haben? Etwa ebenso viel Mühe, wie ich vor 5 Minuten mit eurer Rettung hatte. Gutes Argument. Würdet ihr meine Tochter kennen, wüsstet ihr, wie selten ich das höre. Grillt noch ein paar der dunklen Brut und ich tue alles, was ihr wollt. Bedauerlicherweise hat meine Wohltätigkeit ihre Grenzen. Es gibt in der Nähe der Stadt Kirkwall einen Clan der Dalish-Elfen. Bringt dieses Amulett zu ihrer Hüterin, Marisary. Macht damit genau das, was sie euch aufträgt, und sämtliche Schulden zwischen uns sind beglichen. Bevor ich euch allerdings irgendwo hinbringe, wäre da noch eine andere Angelegenheit. Nein! Lasst ihn in Ruhe! Was eurem Mann angetan wurde, ist bereits in seinem Blut. Ihr lügt! Sie hat recht, Evelyn. Ich kann die Verderbtheit in mir spüren. Nochmal schnell zum